Zum Duell der beiden bislang noch sieglosen Teams kommt es in Runde 5 der heimischen Herren-Judo-Bundesliga-Saison. Aufsteiger Askyrach Ramming hat den Vorjahresdritten Café und Co. Vienna Samurai zu Gast in der Turnhalle der Volksschule Ternberg. Ein Duell mit Brisanz. Schließlich geht es um die rote Laterne des Tabellenschlusslichts, da beide Teams nach 4 Runden noch sieglos sind. Im Fall des Aufsteigers aus dem Südosten Oberösterreichs eigentlich nichts Außergewöhnliches. Also für uns ist das natürlich eine schwierige Situation, aber es hat sich so ergeben, wir sind Zweiter geworden in der zweiten Bundesliga, aber die Statuten haben einfach gesagt, wir müssen als Zweiter aufsteigen, weil Mühlviertel ja schon eine Mannschaft in der ersten Bundesliga hat. Wir wissen natürlich, dass es ein hartes Brot ist, wir haben aber heuer schon zweimal ganz knapp verloren gegen Mühlviertel und gegen Penzgau. Ist uns das Glück nicht auf unserer Seite gewesen, wir haben zweimal 8-6 verloren, aber natürlich halt gegen Galaxy Tigers und gegen Flachgau, die haben uns einfach gezeigt, wo der Battle im Most halt. Im Duell gegen die Vienna Samurais soll das diesmal allerdings anders sein. Wie bereits erwähnt, beide Teams sind ja noch sieglos. Die Chancen sind heute sicher größer. Fit sind bei uns auch alle, Gott sei Dank, außer Kalik Markus, der hadriert aber noch ein bisschen an seiner Verletzung. Ich hoffe, dass bis im Herbst bis also wieder fit ist. Die Situation bei den Vienna Samurais ist auch nicht rosig. Als Final-Vorteilnehmer des letzten Jahres braucht man von einer Wiederholung dieses Erfolgs nach 4 Runden schon nicht mehr zu träumen. Fakt ist, heute gehen zwei Mannschaften an den Start, die noch 0 Punkte haben. Es war so, dass wir uns am Saisonbeginn ein bisschen ausgemacht haben, was wären so die schwierigen Partien sind, was sind so die schwierigen Partien, wo wir aber laut Papier von sie machen müssten. Heute wäre theoretisch so eine Partie. Wir haben uns ursprünglich vorgenommen, in Bestbesetzung herzufahren. Ist uns heute nicht ganz gelungen. Wir haben unseren Langzeitverletzten, den Clemens Brentner, im Schwergewicht. Unser Kapitän, der Patrick Anselmeier, privat heute verhindert. Der wird uns auch wahrscheinlich sehr fehlen. Die 60er können wir leider nicht besetzen und wir sind nur mit einem Legionär da. Also ich glaube, es wird sehr schwer, unser ursprüngliches Ziel, heute mit 2 Punkten nach Hause zu fahren, einzuhalten. Die Gegner, so wie es ausschaut, sind heute in Bestbesetzung da. Deswegen würde ich sagen, dass die Favoritenrolle heute im Lager der Gegner zu suchen ist. Wie gehört, sind die Wiener ersatzgeschwächt nach Oberösterreich gekommen, da ihr Legionär in der Klasse bis 60 Kilogramm verstreten verletzungsbedingt absagen musste. Und so gehen die Judoka aus dem Enstal gleich einmal mit 1:0 in Führung. Den ersten Kampf sehen die Zuschauer in der restlos gefüllten Sporthalle in Ternberg in der Klasse bis 66 Kilogramm. Der 20-jährige Philipp Sellner hat hier gegen Mischa Subanov, den Wiener, allerdings keine Chance. Er unterliegt mit Ippon. Ein Österreicher-Duell steht dann auch in der Klasse bis 73 Kilogramm auf dem Programm. Oliver Sellner, der Zwillingsbruder von Philipp, steht hier auf der Matte dem Trainer der Samurais Bernhard Weissteiner gegenüber. Und der legt gleich ordentlich los, holt hier einen Ippon. Allerdings wird hier am Richtertisch noch einmal drauf geschaut und die Entscheidung wird korrigiert. Es gibt keine Ippon-Wertung, sondern eine Vasari-Wertung für Weissteiner. Der Kampf geht damit weiter. Oliver Sellner hält sich tapfer. Kann Bernhard Weissteiner auch richtig herausfordern, aber er unterliegt in diesem Kampf dann trotzdem. Somit führen die Samurais mit 2:1. In der Klasse bis 81 Kilogramm setzen die Gäste aus Wien dann mit dem Ungarn Felician Öri einen Legionär ein. Sein Gegner ist der 24-jährige Übsitzer Simon Reisinger. Und der gerät gleich mit einer Vasari-Wertung in Rückstand. Der Ungar Felician Öri macht hier eine weitere Wertung, gewinnt diesen Kampf also mit Ippon und die Samurais führen damit bereits mit 3:1. Eine doch etwas überraschende, klare Führung für die Gäste.
Auch in der Klasse bis 90 Kilogramm steht ein Reisinger auf der Matte, und zwar Jonathan Reisinger, der 21-Jährige im weißen Judogi, trifft auf den 26-Jährigen Dominik Kuskawa. Und hier entwickelt sich ein Kampf, der die Fans in Ternberg begeistert und der mit einem Sieg für Reisinger endet. Der kann hier seinen Gegner nämlich mit einem Festhalter fixieren und sorgt für einen Sieg und den ersten gewonnenen Punkt der Gastgeber aus Oberösterreich. Mit dem 29-jährigen Jesenko Setic setzt die Hausherrn in der Klasse bis 100 Kilogramm dann ihren ersten Legionär ein. Sein Gegenüber ist Christoph Radlherr, der Vizestaatsmeister des Jahres 2014, schlägt sich gegen den Legionär auch tapfer, aber schlussendlich gewinnt Jesenko Setic diesen Kampf vorzeitig. Mit Ippon, wunderschön gemacht, keine Chance für Radlherr. Damit steht es 3:3, womit in der schweren Gewichtsklasse die Entscheidung in der Hinrunde fallen muss. Und hier schicken die Reich-Raminger mit Gergő Fogasi ihren zweiten Legionär auf die Matte. Der 24-Jährige trifft auf Gabriel Likanovic. Der dritte der österreichischen U23 Meisterschaften hat gegen den Ungarn allerdings keine Chance. Er muss sich hier mit Ippon geschlagen geben, womit die Hausherren aus Reich-Ramming zur Pause knapp, aber doch mit 4:3 führen. Der erste Punkt in der Rückrunde geht dann erneut kampflos an den Reich-Raminger Daniel Leutgeb, da die Samurais ja keinen Kämpfer in der leichten Gewichtsklasse aufbieten können. In der Klasse bis 66 Kilogramm stehen sich dann erneut der 20-jährige Philipp Sellner und Mischa Sobanov gegenüber. Und nachdem Sobanov den Hinkampf noch für sich entscheiden konnte, hat diesmal Philipp Sellner das bessere Ende für sich. Er kann hier Sobanov am Boden fixieren, der kann sich nicht mehr befreien. Und somit geht dieser Punkt an Reich-Ramming. In der Klasse bis 73 Kilogramm vertrauen die Gäste aus Wien diesmal auf den ungarischen Legionär Felician Öri. Er trifft auf Oliver Sellner, der in diesem Duell leider keine Chance hat. Zwei Vasari-Wertungen und damit ist der Kampf auch schon wieder vorzeitig entschieden für den Ungarn. Und ein weiterer Punkt für die Samurais. In der Klasse bis 81 Kilogramm stehen sich dann Simon Reisinger auf Seiten der Reich-Raminger und Dominik Kuskawa gegenüber. Kuskawa, der in der Hinrunde noch eine Klasse höher gekämpft hat, hat hier keinerlei Probleme. Er gewinnt diesen Kampf durch diesen schönen Ippon und bringt die Samurais damit wieder auf einen Punkt an die Gastgeber heran. In der Klasse bis 90 Kilogramm bekommt es dann Reisinger mit Gabriel Lukanovic zu tun. Lukanovic, der in der Hinrunde noch in der schweren Gewichtsklasse auf der Matte stand, hat aber auch in seiner angestammten Gewichtsklasse seine Probleme. Er unterliegt Jonathan Reisinger mit Ippon. Reich-Ramming führt somit bereits mit 7:5 und es fehlt nur mehr ein Sieg, um den ersten Bundesligakampf zu gewinnen. Ein Sieg, den der Slowene Jesenko Setic in der Klasse bis 100 Kilogramm unter Dach und Fach bringen kann. Sein Gegner ist einmal mehr Christoph Radlherr. Und Setic geht auch in Führung und zwar mit einer Vasari-Wertung. Diese Vasari-Wertung wird aber zurückgenommen, womit 2,5 Minuten vor dem Kampfende
dieser Fight wieder vollkommen offen ist, aber Setic legt nach, auch wenn hier Christoph Radlherr alles versucht, um dagegen zu halten, aber mit diesem Ippon gewinnt Setic und sorgt damit für den ersten Bundesliga-Erfolg. Der Oberösterreicher in der schweren Gewichtsklasse stehen sich dann Gergő Fogasi, der Ungar, und Alexander Bankonyi gegenüber. Und der Ungar macht einen weiteren Punkt für Reich Raming, und zwar mit diesem Ippon. Reich Raming gewinnt also gegen die Vienna Samurais klar mit 9:5. Ja, die Pausenprognose ist heute im Vergleich zum letztjährigen Interview, wo ich auch eine Prognose abgegeben habe, leider eingetreten, denn gleich das Ergebnis ein bisschen höher ist, als ich es mir insgeheim gedacht hätte. Also ich hätte insgeheim auf ein 8:6 für den Gegner, eventuell auf ein 7:7 getippt. Muss sagen, dass ich einen beherzt aufkämpfenden Gegner gesehen habe, möchte vielleicht aus den Reihen des Gegners den 90er, den Reisinger Jonathan hervorheben. Das waren zwei Punkte, mit denen wir eigentlich gerechnet hätten. Wo wir aber ehrlich sagen müssen, dass mindestens eineinhalb der zwei Punkte verdient ins Lager der Gegner gegangen sind. Das war die entscheidende Partie. Aus unseren Reihen möchte ich vielleicht hervorheben, dem Mischa Sobanov, der super gekämpft hat, der sehr, sehr schnell seinen ersten Kampf gewonnen hat, leider dann im zweiten Kampf nicht mehr nachsetzen konnte. Auch super war die Leistung von Bernie Weissteiner, der immer ein bisschen mit Selbstüberwindungsproblemen zu kämpfen hat. Das hat er heute auch super gemacht. Insgesamt hat es nicht gereicht. Es ist leider die vierte 9:5 Niederlage in der Saison. Also es wird eine schwierige restliche Saison für uns werden. Ich denke aber, dass wir werden versuchen, zumindest aus dem Sommer dann gestärkt kommen. Das sind dann, wie gesagt, die Ausfälle, die wir heute ein bisschen zu verkraften hatten, hoffentlich wieder kompensiert. Und wir werden dann wieder angreifen. Nächste Woche haben wir noch eine Liga-Begegnung gegen Wales. Da werden wir wieder schauen, dass wir unser Bestes geben. Ja, endlich ist es einmal aufgegangen. Es war zwar ein hartes Stück Brotarbeit, aber im ersten Durchgang hat es eigentlich nicht so glänzend ausgeschaut wie uns. Es war sehr knapp. Die Mannschaft hat gut dagegen gehalten, die Wiener. Wir kennen die voriges Jahr, die sind im Finale vorgewesen. Eigentlich ist es eine starke Mannschaft. Und aber im zweiten Durchgang haben wir doch dann eigentlich unsere Klasse und irgendwie sind wir das angebracht, dass wir trotzdem einmal die zwei Punkte eingefahren haben. Und jetzt schauen wir, inwieweit das weitergeht im Herbst dann. Die weiteren Ergebnisse dieser fünften Bundesliga-Runde im Überblick. Das UJZ Mühlviertel unterliegt Flachgau mit 4:10. Windpassing schlägt Pinzgau mit 11:3. Und Dynamic One gewinnt gegen Multikraft Wels mit 8:6. In der Tabelle liegt Windpassing mit 9 Punkten nun vor Flachgau und den Galaxy Judo Tigers. Auf Platz 4 ist das UJZ Mühlviertel zu finden. Auf den weiteren Rängen folgen dann Dynamic One, Multikraft Wels und Pinzgau. Reich Raming liegt nach dem ersten Sieg auf Platz 8 und die Vienna Samurais sind weiter sieglos auf dem letzten Rang zu finden.